Ja, herzlich willkommen bei der Oberberg Online Vortragsreihe. Wir würden jetzt gerne starten. Jetzt sind schon viele Teilnehmer dabei, wie ich sehe. Wir haben heute einen Vortrag von Professor Käß zur Selbstverletzung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, zur Differentialdiagnostik und zur Therapie. Darüber freuen wir uns. Ich werde gleich noch ein paar Worte zu Herrn Käß sagen und vorab einmal unsere organisatorischen Folien, die TeilnehmerInnen, die schon öfter hier waren, auch kennen. Ich möchte mich einmal bei unserem Organisationsteam bedanken, Professor Matthias Berger, Herrn Dr. Tobias Freier, Dr. Andreas Walcordon und Herrn Dr. Lars Hölzel. Ohne die wäre diese Vortragsreihe nicht möglich. Und ja, die sorgen immer dafür, dass wir interessante Vortragende haben und dazulernen dürfen. Dann habe ich ein paar technische Hinweise, die kennen auch schon die meisten von Ihnen. Die Mikrofone und Kameras sind während des gesamten Vortrages deaktiviert. Der Vortrag wird aufgezeichnet, aber Sie können jederzeit Fragen stellen über die Funktion Frage und Antwort F&A. Die können anonym gesendet werden. Dann klicken Sie einfach auf das Häkchen anonym senden. Wir sehen die Fragen seitens, ja, oder ich sehe die Fragen und versuche die dann zusammen zu fassen und ein paar dann auch aufzugreifen, gerne zum Abschluss des Vortrags. Und einige werden meist auch schon während des Vortrags geklärt. Bei globalen technischen Problemen während des Online-Vortrags informieren wir Sie umgehend. Und bei technischen Problemen wie zum Beispiel Ton- und Bildübertragung wäre es gut, wenn Sie vorab einmal Ihre Einstellung an Ihrem Endgerät überprüfen. Meist ist es dann doch die Internetverbindung oder das Endgerät. Und nach dem Webinar werden Sie eingeladen zu einer Evaluation und auch da freuen wir uns über eine rege Beteiligung. Genau, alle Informationen finden Sie auch unter unserer Homepage oberbergkliniken.de online Vortragsreihen. Da finden Sie alle Übersichten zu den Themen, ReferentInnen und ModeratorInnen. Es gibt Registrierungslinks zu den Vorträgen und in der Mediathek sind die Vorträge auch aufgezeichnet. Und bei Anwesenheit von 90% der Vortragszeit erhalten auch alle zwei CME-Punkte. Die Teilnahmebescheinigung, die bekommen Sie dann zugesandt unter der E-Mail-Adresse, unter der Sie sich auch angemeldet haben. Und wenn Sie Informationen zum Datenschutz haben wollen, gibt es einen Link bei Oberberg. Da können Sie rauf. Genau, einmal als wichtige Vorabinformation: dieser Vortrag ist ein Fachvortrag, der ersetzt keine Therapie. Sollten Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse und es können auch Online-Telefon- oder Videosprechstundentermine vereinbart werden unter www.oberbergkliniken-sprechstunde. Jetzt genau, danke. Einmal kurz vorab, wir sind heute beim 18.06. und hören den Vortrag zur Selbstverletzung, ein Ausblick auf den 2.07. Da freuen wir uns über die Referentin Dr. Eva Diekmann, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Deren Titel des Vortrags ist: Sie meinen also, Sie sind mir gewachsen, narzisstische Persönlichkeiten in der Therapie. Da möchten wir Sie auch herzlich zu einladen. Genau, vielleicht noch kurz, genau, das war mir noch wichtig, dass wir Herrn Professor Käß vorstellen. Professor Käß hat an der Uni Heidelberg studiert, hat promoviert und habilitiert an der Medizinischen Fakultät in Heidelberg und einen Weiterbildungsaufenthalt in Melbourne gemacht. Seit 2017 ist er Ordinarius für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität in Bern und der Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Bern in der Schweiz. Er leitet dort eine Forschungsabteilung am Universitätsklinikum Heidelberg und hat als Forschungsschwerpunkte riskantes und selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen sowie Früherkennung und Intervention möglicherweise zugrunde liegender psychischer Störungen wie Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder affektive Störungen, epidemiologisch, klinisch und neurobiologische Studien sowie deren Kombination. Und er übersetzt das Wissen von der Wissenschaft in die Praxis. Und daher freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind, Herr Käß. Und ja, auch wir als Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Hamburg in der Marzipanfabrik haben ja viel mit der Symptomatik zu tun. Und daher bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gern übergebe ich an Sie. Merci. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Buchholz, für die Einladung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich teile kurz meinen Bildschirm und hoffe, dass das alles gut funktioniert. Mit etwas Glück müssten Sie jetzt meinen Bildschirm sehen und wir können beginnen. Das Thema heute: selbstverletzendes Verhalten
bei jungen Menschen Differentialdiagnostik und Therapie. Wichtig zu Beginn ist, dass in dem Feld eigentlich keine pharmakologische oder industrielle Forschung gibt, habe ich grundsätzlich keine Interessenskonflikte, natürlich relativ viel und substanzielle Forschungsförderung von diversen Fördergesellschaften. Wir beginnen letztendlich, das bleibt uns nicht erspart, mit einer kurzen Definitionsklärung. Denn heute und das ungefähr seit 10 Jahren, seit dem Release des neuen diagnostisch-statistischen Manuals DSM-5, unterscheiden wir sehr klar in der Forschung zwei verschiedene Formen der Selbstverletzung, der Selbstschädigung. Das eine ist der Suizidversuch, nämlich die bewusste freiwillige selbstschädigende Handlung mit der Intention zu sterben. Und das andere ist das sogenannte nicht suizidale selbstverletzende Verhalten, ebenfalls die bewusste freiwillige Selbstschädigung, aber ohne suizidale Absicht und noch hinzugefügt, welches innerhalb einer Gesellschaft nicht sozial akzeptiert ist zur Abgrenzung von bestimmten ritualisierten Selbstverletzungen oder zum Beispiel auch Piercings. Ich möchte Ihnen gerne initial ein bisschen was zur Epidemiologie sagen. Wie häufig ist das eigentlich? Wie müssen wir dieses Verhalten global bewerten? Wir haben bereits lange vor der Covid-Pandemie eine große europaweite Studie an über 12.000 Jugendlichen in Europa durchführen können. Die Datenerhebung war in den Jahren 2009 und 2010, also ist inzwischen eine ganze Weile her. Und Sie sehen, bereits damals war Selbstverletzung ein enorm häufiges Phänomen bei europäischen Jugendlichen, auch mit relativ starken Länderunterschieden, wie Sie hier sehen. Aber grob gesagt kann man sagen, vor allem für Deutschland gilt, dass sich bereits damals über ein Drittel aller Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren schon einmal selbst verletzt hatte. Etwa 10% haben dies repetitiv mehrfach bereits getan, meistens auch über einen längeren Zeitraum. In der gleichen Studie haben wir auch die Prävalenz der Suizidversuche erhoben. Hier sehen Sie ein ähnliches Bild, relativ starke Schwankungen und eine mittlere Prävalenz, die inzwischen auch in vielen Studien weltweit mehr oder weniger bestätigt wurde, von 4 bis 5%. Wir können heute nach Meta-Analysen sagen, im Jugendalter versuchen etwa 5% der Jugendlichen, eventuell heute nach der Pandemie sogar mehr, sich das Leben zu nehmen. Es gibt, das hatte ich schon gesagt, zu den Suizidversuchen oder eben auch zur Selbstverletzung allgemein schon ganz gute Meta-Analysen. Sie sehen hier, wie üblich, die Länder, in denen die Datenlage gut ist, schließen einige, vor allem Länder aus der zweiten oder dritten Welt aus. Aber wir können heute eigentlich davon ausgehen, dass wir bei der Selbstverletzung über eine mittlere Lebenszeitprävalenz von 18% nach Datenlage sprechen. Wie gesagt, Sie haben vorher die Länderunterschiede gesehen und das hat natürlich nicht immer nur was mit dem Land zu tun. Manchmal sind es auch Stichprobenfehler, die man da macht. Im Großen und Ganzen kann man wahrscheinlich etwa von einer Prävalenz von 20% ausgehen. Was relativ klar ist, obwohl uns die ganz großen Langzeitstudien noch fehlen, ist, dass die Jugend sicherlich eine Hochphase des selbstverletzenden Verhaltens ist. Mein Freund und Kollege Paul Plehner hat das hier in einem Review mal zusammengetragen. Ich hatte gesagt, wir haben keine richtig guten Langzeitstudien, also hat er alle vorhandenen longitudinalen Studien mal zusammengetragen in so einem Schaubild. Aber man kann hier schon relativ schön sehen, ja, so wie das aussieht, steigt das selbstverletzende Verhalten in seiner Prävalenz ab der Pubertät relativ stark an. Und man sieht auch hier, dass wir den Peak in der Regel so etwa zwischen dem 15. und 16. Lebensjahr erwarten. Und dann nimmt tatsächlich die Prävalenz auch relativ deutlich wieder ab. Wie eine weitere Studie zeigt, die in einer großen Längsschnittstichprobe in Australien untersucht wurde. Die haben leider erst im Alter von 16 Jahren begonnen, sodass wir den Anstieg der Prävalenz des selbstverletzenden Verhaltens hier nicht gecovert haben. Aber man sieht sehr schön, bis ins junge Erwachsenenalter fällt hier die Prävalenz doch schon wieder relativ stark ab und sinkt dann noch leicht weiter bis ins mittlere Erwachsenenalter hinein.
Man muss relativ klar sagen, wer im Alter von 30 Jahren noch regelmäßiges selbstverletzendes Verhalten hat, der hat wahrscheinlich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das matcht hier auch ungefähr mit der Prävalenz, die wir von Borderline-Persönlichkeitsstörungen kennen. Wir wissen aber auch, dass Selbstverletzung im Jugendalter, da komme ich noch ein paar Mal drauf, eine ganz andere Bedeutung hat. Es ist mitnichten nur ein Symptom der Borderline-Persönlichkeitsstörung, sondern es ist vielmehr ein transdiagnostischer Risikomarker für Psychopathologie. Was tatsächlich problematisch ist, auch das wissen wir eigentlich schon lange, ist, dass das Hilfesuchverhalten bei jungen Menschen mit selbstverletzendem Verhalten doch relativ eingeschränkt ist. Das sind Daten auch einer Studie in mehreren europäischen Ländern, die einfach mal geschaut haben, ja, junge Menschen mit Selbstverletzung, wie häufig suchen die sich eigentlich Hilfe? Man sieht hier ganz klar, 50% der selbstverletzenden Jugendlichen sucht sich überhaupt keine Hilfe. Dann gibt es noch mal so 20 bis 30%, die wenden sich wenigstens an andere Menschen in ihrem sozialen Umfeld. Social Network war 2009 noch nicht gleichbedeutend mit den sozialen Netzwerken, wie wir sie heute online definieren, sondern hier geht es wirklich eher um die Mitmenschen. Und nur eine relativ kleine Anzahl, nämlich etwa 10 bis 20% der jungen Menschen mit Selbstverletzung, suchen sich letztlich auch Hilfe im professionellen Gesundheitssystem. Und das führt tatsächlich auch zu einer ganz anderen Problematik, nämlich dem sogenannten Help-Seeking Delay, also der Verzögerung von professioneller Hilfe. Hier haben wir jetzt nur Jugendliche untersucht, die letztendlich in professioneller Hilfe waren. Also wir haben mal alle die rausgenommen, die sich überhaupt keine Hilfe suchen und haben geschaut, wie lange brauchen denn die Jugendlichen im Schnitt, bis sie letztendlich ihren ersten Kontakt zum professionellen Helfersystem haben. Und man sieht hier, das dauert bei einem Suizidversuch im Durchschnitt ein Jahr. Das ist doch relativ lange, wenn man daran denkt, dass ein junger Mensch einen Suizidversuch gemacht hat und bei nicht suizidalem selbstverletzendem Verhalten im Durchschnitt sogar mehr als 1,5 Jahre, bis dann letztendlich professionelle Hilfe gesucht wird. Und nochmal, diese Daten umfassen nur die, die sich überhaupt professionelle Hilfe suchen. Nachdem wir jetzt so ein bisschen einordnen können, dass Selbstverletzung sicherlich ein Phänomen der Adoleszenz ist und dass es ein sehr, sehr häufiges Phänomen der Adoleszenz ist, kommt natürlich die Frage, ja, wie können wir das diagnostisch einordnen oder wofür steht selbstverletzendes Verhalten? Was sagt es uns? Was sagt es uns aber auch nicht? Und ich hatte es vorher schon kurz erwähnt. Selbstverletzung ist sicherlich mal im Jugend- und jungen Erwachsenenalter vor allem ein transdiagnostischer Marker für psychische Belastung und Psychopathologie. Sie sehen hier wieder diese große Studie aus über 12.000 Jugendlichen und in den verschiedenen Grafiken den Zusammenhang der Selbstverletzung mit ganz verschiedenen psychopathologischen Konstrukten. Depression sehr stark ausgeprägt. Der Zusammenhang mit Selbstverletzung, Angststörungen auch stark ausgeprägt, aber Störungen des Sozialverhaltens, also aus dem externalisierenden Spektrum, ADHS-Symptome, externalisierendes Spektrum und letztendlich auch Beziehungsprobleme, jede Art von sozialer Problematik. Wir kommen nachher noch kurz zum Thema Mobbing, ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für Selbstverletzung assoziiert. So, das sind populationsbasierte Daten. Wenn man sich die klinische Population der selbstverletzenden Jugendlichen einmal genauer anschaut, das machen wir hier in unserer Spezialambulanzen, die wir sowohl in Heidelberg als auch in Bern betreiben. Das sind die sogenannten At-Risk. At-Risk ist ein Akronym und steht hier für Ambulanz für Risikoverhalten und Selbstschädigung. Das gibt es, wie gesagt, in Heidelberg und inzwischen auch in Bern. Dann sieht man bei einer Stichprobe von über 500 Patientinnen und Patienten mit selbstverletzendem Verhalten, dass tatsächlich 97% dieser Population eine psychische Erkrankung aufweist. Das heißt, wir haben nur einen sehr kleinen Anteil von 3%, die die sogenannte Forschungsdiagnose des nicht suizidalen selbstverletzenden Verhaltens erfüllen, also mindestens an 5 Tagen im letzten Jahr
nicht suizidale Selbstverletzung betrieben haben. Die restlichen 97% haben eine komorbide Erkrankung. Und am häufigsten sind hier tatsächlich die sogenannten affektiven Störungen mit 71%, gefolgt dann tatsächlich von den Persönlichkeitsstörungen, unter denen am häufigsten die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist mit 41%. Wir sehen aber auch, wir haben hier Substanzmissbrauch und Suchtdiagnosen. Wir haben die Angststörungen, die somatoformen Störungen, die PTBS. Wir haben tatsächlich auch zum Beispiel die Essstörungen oder eben auch diese F9er-Diagnosen, die letztendlich ADHS oder andere Störungen des Sozialverhaltens, also besondere Störungen des Kindes- und Jugendalters, beinhalten. Wenn wir wieder in die Allgemeinbevölkerung zurückwechseln, oder, dann ist tatsächlich seit langem die große Frage, und das hat man früher ja wirklich auch ganz viel gedacht, ja, ist jetzt eigentlich Selbstverletzung ein guter Risikomarker für die Entwicklung der Borderline-Persönlichkeitsstörung? Bis heute muss man relativ klar sagen, das nicht suizidale selbstverletzende Verhalten kommt als Symptom beschrieben in den Klassifikationen wirklich nur für dieses Störungsbild vor. Und wir haben hier eine Gruppe von etwa 500 Jugendlichen über mehrere Jahre in der Adoleszenz nachverfolgt und haben dann mal geschaut, ja, in einem Zwei-Jahres-Follow-up, wie gut sagt uns das selbstverletzende Verhalten die Borderline-Symptomatik in der späteren Adoleszenz vorher. Und was man hier sieht, ist, ja, das ist tatsächlich der Fall. Also natürlich, auch wenn es nicht determinierend ist, ist Selbstverletzung ein Marker, der das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erhöht. Was man aber zum Beispiel auch sieht hier, ist, dass das Gleiche auch für den Alkoholkonsum gilt. Also Selbstverletzung ist weder besonders sensitiv, ja, weder besonders spezifisch, ja, das heißt, es können eben auch viele andere Störungen daraus entstehen oder auch keine. Und es ist auch nicht der einzige oder die einzige potenziell selbstschädigende oder riskante Verhaltensweise, sondern andere gehören da eben auch dazu. Und wenn man sich das dann wiederum in der klinischen Population anschaut, hier haben wir jetzt in unserer At-Risk-Population wirklich mal ein ganz großes Set an verschiedenen sogenannten riskanten und selbstschädigenden Verhaltensweisen untersucht und haben geguckt, ja, wie gut sagt uns jetzt eigentlich tatsächlich die Selbstverletzung oder auch bestimmte Muster von solchen Verhaltensweisen, bestimmte Erkrankungen vorher. Dann sieht man ein ganz interessantes Bild. Wir haben nämlich eine Klassenanalyse gemacht und diese unterschiedlichen Verhaltensweisen, das hier ist Schulabsentismus oder Schule schwänzen, das ist exzessiver Medienkonsum, exzessiver Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Rauchen, sexuelles Risikoverhalten, nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche. Und wir haben letztendlich zwei verschiedene Klassen gefunden. Das sehen Sie hier. Die Klasse 1 in Rot, die hatte tatsächlich ganz ausgeprägte Selbstverletzung, ja, auch noch relativ ausgeprägten Medienkonsum und war ansonsten relativ niedrig in den Verhaltensweisen. Und diese Klasse war tatsächlich nicht besonders prädiktiv für die Borderline-Persönlichkeitsstörung, sondern viel prädiktiver für das Vorliegen einer Major Depression. Wenn jetzt aber zu der Selbstverletzung und dem Medienkonsum noch andere Risikoverhaltensweisen hinzukam, Schule schwänzen, vor allem aber Substanzmissbrauch oder sexuelles Risikoverhalten, dann stieg der prädiktive Wert dieses Musters hinsichtlich der Borderline-Störung stark an, sodass wir heute eigentlich sagen müssen, Selbstverletzung alleine ist wahrscheinlich kein guter Marker für die Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, sondern wenn es in Richtung Borderline-Persönlichkeitsstörung geht, dann tritt die Selbstverletzung meistens in Kombination mit vielen anderen riskanten und selbstschädigenden Verhaltensweisen auf. Bei isolierter Selbstverletzung und Suizidalität ist das Phänomen eher prädiktiv für eine affektive Erkrankung. Jetzt haben wir uns ein bisschen mit den
komorbiden Diagnosen beschäftigt und auch ein bisschen geschaut, okay, bei welchen Diagnosen kommt das selbstverletzende Verhalten in welchen Kombinationen besonders häufig vor. Jetzt ist tatsächlich die Frage, was sagt uns Selbstverletzung im Jugendalter noch? Und hier möchte ich Ihnen gerne kurz die Kohortendaten einer großen Kohorte aus den UK vorstellen. Und zwar haben die eine Riesenanzahl an Selbstverletzern untersucht im Vergleich zu einer noch viel größeren Vergleichskohorte und haben sich tatsächlich die Mortalität bis ins mittlere Erwachsenenalter angeschaut. Und das ist schon relativ beeindruckend. Da sehen Sie, dass Selbstverletzung mit einer fast 18-fach erhöhten Suizidrate und vielmehr noch mit einer fast 35-fach erhöhten Alkohol- und Drogentodrate im Erwachsenenalter einhergeht. Das heißt, was wir heute wissen, ist, dass Selbstverletzung nicht nur ein Marker für begleitende oder möglicherweise auch zugrunde liegende Psychopathologie ist, sondern dass es eben auch ein Risikomarker für Suizidalität und Substanz- oder Drogenabhängigkeit ist. Und wir werden hierauf im weiteren Vortrag auch noch etwas näher eingehen. Zunächst einmal, ja, es gibt einen klaren und auch sehr gut belegten Zusammenhang von nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten und Suizidalität. Auch wenn wir diese Phänomene heute aufgrund der Intention zu sterben oder Nicht-Intention zu sterben getrennt betrachten, so treten sie doch häufig gemeinsam auf. Und wir müssen bei Selbstverletzern immer daran denken, dass sie auch ein erhöhtes Risiko für Suizidversuche haben. Und wir haben uns hier mal angeschaut, wie ist denn das zeitliche Auftreten von Selbstverletzung und Suizidalität in einer Patientenpopulation. Und was man ganz schön sieht, ist, gemeinsam mit der psychischen Belastung, die häufig auftritt, treten Suizidgedanken und Selbstverletzung häufig relativ gleichzeitig auf. Was wir aber auch sehen hier in Grau ist, dass die Suizidversuche mit einer zeitlichen Latenz von 1 bis 2 Jahren dem Auftreten der nicht-suizidalen Selbstverletzung häufig hinterherhinken. Das Ganze haben wir uns dann auch nochmal in einer größeren Bevölkerungsstichprobe angeschaut, sind wieder etwa 500 Jugendliche, die wir über mehrere Jahre nachverfolgt haben. Und hinsichtlich des selbstverletzenden Verhaltens, also des nicht-suizidalen selbstverletzenden Verhaltens, haben wir hier über den Längsschnitt 4 Gruppen gebildet. Die größte Gruppe, wobei man sagen muss, sie ist ja immer noch bescheiden klein, wenn man überlegt, dass das eigentlich der Normalzustand sein sollte, hat über den gesamten Zeitraum keine Selbstverletzung gezeigt, ungefähr 60%. Ein relativ kleiner Teil hat, wir haben mit der Kohorte im Alter von 14 Jahren gestartet, das sieht man auch hier, nachher noch mit Selbstverletzung begonnen. Ein substanziell großer Teil, wir haben vorher schon gehört, Selbstverletzung reduziert sich in der späten Adoleszenz, hat tatsächlich aufgehört mit dem selbstverletzenden Verhalten. Und etwa 10% haben dauerhaftes selbstverletzendes Verhalten gezeigt. Und was Sie jetzt hier aufgetragen sehen, ist das Suizidrisiko am Ende der Längsschnittstudie. Also wie hoch war das Risiko von Suizidplänen oder sogar einem stattgehabten Suizidversuch in Relation zu dem Verlauf des selbstverletzenden Verhaltens? Und da sieht man, dass das Suizidrisiko ansteigt im Nachgang zum Beginn des selbstverletzenden Verhaltens. Man sieht, dass es bei denen, die das über einen längeren Zeitraum schon praktizieren, am ausgeprägtesten ist. Und man sieht aber auch, das sind grundsätzlich gute Nachrichten, wenn das selbstverletzende Verhalten remittiert, dann sinkt offensichtlich das Risiko für einen Suizidversuch auch wieder dramatisch ab, fast auf das Ausgangsniveau der Nicht-Selbstverletzten. Wenn wir uns das Ganze jetzt in klinischen Stichproben anschauen, das hier ist eine Stichprobe aus unserer Klinik, wo wir uns wirklich auch nochmal angeschaut haben, wie verläuft das Risiko für einen Suizidversuch in Abhängigkeit der Remission oder Nichtremission oder Response des nicht-suizidalen selbstverletzenden Verhaltens, dann sehen Sie eigentlich ein relativ ähnliches Bild. Bei denjenigen Patienten, das haben wir leider manchmal, die während der Therapie sogar mehr selbstverletzendes Verhalten zeigen, steigt das
Risiko für einen Suizidversuch. Bei den Patienten, die eine Response oder sogar eine Remission des selbstverletzenden Verhaltens zeigen, sinkt das Risiko für einen Suizidversuch deutlich und am allermeisten eben hier bei der Remission. Da sehen Sie wirklich, da geht das fast wieder gegen Null. Das heißt, wir sehen in beide Richtungen, nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten ist ein relativ guter, und das belegen inzwischen doch sehr, sehr viele Studien, Risikomarker für Suizidalität. Ich möchte Ihnen jetzt gerne, bevor wir dann zur Therapie kommen, ein bisschen was zu Mechanismen dieses Phänomens, dieses Störungsbild erzählen. Und weil wir gerade beim Thema sind, zunächst einmal zu der Frage, ja, warum ist denn Selbstverletzung prädiktiv für Suizidversuche? Und eine Theorie, die ich finde, das ganz schön erklärt, ist die sogenannte Interpersonal Theory of Suicide von einem Thomas Joyner. Und der hat tatsächlich gesagt, dass es im Prinzip in der Entwicklung eines Suizidversuchs zwei Stufen gibt. Es gibt zunächst einmal die Entwicklung der Suizidgedanken, die folgen natürlicherweise einer besonderen psychischen Belastung und dann kommen spezifische Faktoren einher, nämlich das sogenannte eingeschränkte Zugehörigkeitsgefühl. Wir reden da über thwarted belongingness. Heute redet man auch teilweise über Einsamkeit, also Loneliness oder fehlende Social Connectedness. Und wenn es dann noch einen Schritt weiter geht, dann empfinden die Patienten sogenannte Perceived Burdensomeness, also das Gefühl, nicht nur nicht dazuzugehören, sondern für anderen sogar eine Belastung zu sein. Jetzt ist es aber so, dass ja noch lange nicht aus jedem Suizidgedanken auch ein Suizidversuch wird, denn diese sogenannte Thought-into-Action-Translation, die wird tatsächlich gefördert oder verhindert durch die vorhandene oder nicht vorhandene Acquired Capability to Suicide. Und ich werde gleich noch darauf eingehen, was genau das ist. Ein kurzer Exkurs trotzdem nochmal zu dem Zugehörigkeitsgefühl. Oder hier sehen Sie vielleicht generell nochmal, wir haben auch das in einer großen epidemiologischen Stichprobe einmal überprüft. Und besonders wichtig ist hier sozusagen dieser Pfeil, dieser Moderator-Effekt, der wirklich zeigt, dass Self-Injury im Längsschnitt die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Suizidgedanke ein Suizidversuch wird, deutlich fördert. Das sieht man hier in diesem Strukturgleichungsmodell. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, oder wie kommt es denn zu einer fehlenden Zugehörigkeitsgefühl, zu einem Gefühl, eine Belastung zu sein, dann haben wir natürlich die Psychopathologie, das ist ganz klar. Depressive Kognitionen, Sie kennen die Beck'sche Trias, der Depressive denkt negativ über sich selbst, über andere und über die Zukunft. Ja, das heißt, da ist relativ klar so etwas mit assoziiert. Aber es gibt eben auch Risikofaktoren, die genau dieses Gefühl besonders mit hervorheben. Und einer der Risikofaktoren, die inzwischen sehr gut untersucht sind, aber viel zu wenig in der Therapie und Prävention noch gesteuert werden, das ist das sogenannte Mobbing. Ja, wir wissen inzwischen, dass Mobbing tatsächlich der stärkste Risikofaktor von Suizidversuchen bis hin zum vollendeten Suizid in der Adoleszenz ist. Und was ich Ihnen hier zeige, das sind auch Daten von einer großen Längsschnittstudie, die wir im Rahmen eines Mobbing-Präventionsprogramms erhoben haben. Und was wir hier einfach gemacht haben, ist, wir haben eine Gruppe von Schulen gehabt, die hat das Programm nicht bekommen und eine Gruppe, die hat das Programm bekommen. Das Programm war wirksam und hat die Mobbingrate deutlich reduziert. Und in dieser Grafik sehen Sie jetzt aber gar nicht die Interventionseffekte. Es geht ja heute nicht um das Thema Mobbing, sondern Sie sehen den Verlauf von Suizidversuchen und nicht suizidaler Selbstverletzung in Relation zum Verlauf des Mobbings. Wir haben da auch beide Gruppen zusammengenommen, sodass wir eben über die gesamte Stichprobe diese Verläufe hatten. Und was Sie hier schön sehen, ist, bei den häufigsten Verläufen, nämlich über die gesamte Stichprobe hinweg, die gesamte Studiendauer hinweg, kein Mobbing, haben wir ein niedriges Risiko für Suizidversuche und auch ein niedriges Risiko für Selbstverletzung. Wenn Mobbing neu beginnt, steigt das Risiko für Suizidversuche enorm an.
Und die gute Nachricht hier auch wieder, wenn man das Mobbing beendet, also sozusagen der Verlauf, in dem Jugendliche gemobbt wurden und das Mobbing dann aufhört, da geht tatsächlich das Risiko für die Suizidversuche und die Selbstverletzung auch wieder zurück. Hier noch nicht wieder auf das Ausgangsniveau. Wir haben leider keine längeren Nachverfolgungsdaten, aber es zeigt, dass man durch die Reduktion von bestimmten Risikofaktoren tatsächlich auch das Risiko für Selbstverletzung, sowohl die nicht-suizidale als auch die Suizidversuche, reduzieren kann. Und es zeigt auch, dass eben diese Interpersonalität oder dieses Eingebundensein in die Peergruppe oder auch nicht einen großen Beitrag zur Selbstverletzung und Suizidalität macht. Jetzt kommen wir zur Acquired Capability to Suicide, oder? Was wir letztendlich wissen, ist, dass jede Art von Verhalten, welches die natürliche, ja auch evolutionär eingebaute Hemmschwelle, sich selber Schaden zuzufügen, abbaut, mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, aus einem Gedanken dann tatsächlich auch eine Handlung zu machen. Ja, wir sprechen hier eben von der erworbenen Fähigkeit zum Suizid. Und die am besten untersuchteste Verhaltensweise, die tatsächlich diese Fähigkeit zum Suizid fördert, ist die repetitive nicht-suizidale Selbstverletzung. Ja, wenn ich mich daran gewöhne, meinen Körper selber Schaden zuzuführen, wenn ich mich an den Schmerz gewöhne, wenn ich diese Hemmschwelle sukzessive abbaue, dann bin ich leichter in der Lage, letztendlich irgendwann aus meinem Suizidgedanken auch eine suizidale Handlung zu machen. Und wir wissen, dass das ein Mechanismus ist, der ziemlich sicher zu dieser spezifischen Risikovorhersage von nicht-suizidalen, selbstverletzenden Verhalten im Hinblick auf Suizidversuche beiträgt. Andere Risikofaktoren, die natürlich auch die Hemmschwelle senken, sind zum Beispiel der Alkohol- und Substanzkonsum. Auch hier, das ist bekannt, wird das Risiko für eine suizidale Handlung erhöht durch eine Verringerung der Impulskontrolle und durch ein Herabsetzen der Hemmschwelle. Und diese sogenannte Acquired Capability to Suicide, die können wir sogar auf eine gewisse Art und Weise biologisch abbilden, nämlich was wir finden bei Selbstverletzten, und zwar sehr konstant. Wir haben dazu schon eine Meta-Analyse gemacht, ist, dass selbstverletzende junge Menschen tatsächlich eine deutlich reduzierte Schmerzwahrnehmung aufzeigen. Also wenn man die mit unterschiedlichen Schmerzreizen, wenn man die unterschiedlichsten Schmerzreizen aussetzt und schaut, wie hoch ist deren Schmerzschwelle, wie gut halten sie den Schmerz aus, wie stark ist die Schmerzintensität, man kommt immer zu dem gleichen Ergebnis. Junge Menschen mit repetitivem selbstverletzendem Verhalten zeigen eine deutlich reduzierte Schmerzwahrnehmung, was dann wiederum Sinn macht im Hinblick auf die niedrigere Hemmschwelle, sich tatsächlich auch weiterhin Schaden zuzufügen. Jetzt haben wir ein bisschen was gehört zum Zusammenhang zwischen Selbstverletzung und Suizidversuchen. Und jetzt möchte ich gerne noch mal einen Schritt nach vorne gehen, nämlich zu der Frage, was braucht es eigentlich für die Entstehung und die Aufrechterhaltung von nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten? Und ich versuche das immer ganz einfach zu machen, weil aus meiner Sicht gibt es tatsächlich drei Grundbedingungen, die fast immer erfüllt sein müssen, damit ein Jugendlicher sich selbst verletzt oder sich weiter selbst verletzt. Das ist ein unerträglicher emotionaler Zustand vor der Selbstverletzung. Junge Menschen verletzen sich nicht aus Spaß selber. Ich habe das auch noch nie gesehen und es ist tatsächlich auch ein Unterschied zum Beispiel zum Substanz- oder zum Alkoholkonsum, wo ja auch ein gewisses Sensation Seeking oder eine deutliche positive Verstärkung involviert sein kann. Bei der Selbstverletzung sprechen wir eigentlich fast immer über negative Verstärkungsphänomene. Das heißt, ein unerträglicher, zumindest subjektiv unerträglicher emotionaler Zustand kann reduziert werden. Hier kommen wir zum zweiten Punkt. Ich finde, Selbstverletzung ist überhaupt nicht intuitiv, ja? Sondern irgendwo muss ich ja mal die Idee herhaben, dass die Selbstverletzung mir auch hilft. Also die Erwartung einer Entlastung durch die Selbstverletzung. Die jungen Menschen, vor allem wenn es 30% unserer Bevölkerung sind, die sind ja nicht alle doof. Die haben ja irgendeine Idee davon, was ihnen das bringt. Und das Dritte ist,
Fast alle selbstverletzenden Patienten wissen völlig und zwar ganz exakt, dass die Selbstverletzung ihnen mittel- bis langfristig überhaupt nichts bringt und ihre Probleme auch nicht löst, dass es sogar weitestgehend mittel- bis langfristig schädlich ist und sie können es trotzdem nicht lassen und sie machen es trotzdem immer wieder. Das deutet auf eine reduzierte Impulskontrolle. Schauen wir mal, ob die empirischen Wissenschaften uns diese drei Bedingungen auch irgendwie unterstützen können. Und zunächst mal fangen wir wieder mit den starken negativen Zuständen an. Wir bewegen uns jetzt etwas im transdiagnostischen Bereich, weil wir hatten vorher schon gesagt, Selbstverletzung ist nicht nur das Symptom einer spezifischen Diagnose. Es ist aber sehr, sehr deutlich reduziert mit dem, was wir emotionale Dysregulation nennen. Was Sie hier sehen, das sind Daten aus einer sogenannten Ecological Momentary Assessment Studie. Wir haben hier mit Smartphones Jugendliche mit selbstverletzendem Verhalten und gesunde Jugendliche über 4 Tage ganz engmaschig stündlich nach ihrer Affektlage befragt. Und wir haben die dann eingeteilt in niedrigen Affekt über Rot bis hin zu Gelb in einen sehr guten positiven Affekt und haben das Ganze auf einer sogenannten Heatmap abgebildet. Jetzt, was sieht man hier? Man sieht erstmal bei den gesunden Jugendlichen, dass entgegen der Annahme vieler Erwachsene gesunde Adoleszente überhaupt nicht emotional dysreguliert sind. Die sind eigentlich relativ stabil und meistens ganz gut drauf. Wir Erwachsenen denken manchmal, dass die launisch sind, weil sie mit uns manchmal launisch umgehen und im Kontakt mit uns Erwachsenen erscheinen sie da manchmal auch recht emotional instabil. Aber weitestgehend ist das schlicht und einfach nicht richtig. Ganz anders sieht das aber bei den jungen Menschen mit selbstverletzendem Verhalten aus. Sie sehen hier dieses klassische mosaikartige Bild, in dem eigentlich der Affekt fast stündlich wechselt. Sie sehen, wir haben hier wahrscheinlich 2 Patienten mit einer schweren Major Depression drin, wo der Affekt fast dauerhaft rot ist und nicht mehr wechselt. Auch das gibt es natürlich. Aber die meisten dieser Patienten haben nicht dauerhaft depressive Zustände, sondern wirklich das klassische Bild einer emotionalen Dysregulation. Und wenn wir uns das Ganze jetzt zeitlich anschauen, dann können wir mit diesen Smartphone-basierten Erhebungen am Ende des Tages ganz schön schauen, ja, wie war denn jetzt der negative Affekt vor der Selbstverletzung und wie war er nachher nach der Selbstverletzung? Und die Hypothesen sind natürlich klar. Wir gehen davon aus, dass vor einer selbstverletzenden Handlung wirklich auch der negative Affekt besonders ausgeprägt war. Und wir gehen auch davon aus, dass dann nach einer selbstverletzenden Handlung der Affekt ja deutlich besser sein sollte. Wir haben ja vorher gesagt, es gibt ja die Erwartung der jungen Menschen, dass das hilft. Jetzt schauen wir uns das mal an. In einer Stichprobe von 150 Jugendlichen haben wir das gemacht. Wir haben ungefähr 66 selbstverletzende Handlungen aufgenommen in dieser Zeit, also relativ viel, und haben uns jetzt hier angeschaut, wie sieht denn das aus? Hier sehen Sie den mittleren negativen Affekt in allen Stunden gemittelt, auf die keine Selbstverletzung folgte. Und auch hier sehen Sie, oder auf einer Skala von 0 bis 100 ist die Mitte gar nicht mal so ausgeprägt hoch, oder? Da liegt der negative Affekt bei 30. Das ist also gar nicht mal so traurig und gar nicht mal so verzweifelt. Und Sie sehen aber auch relativ klar, in den Abfragen, auf die nachher eine selbstverletzende Handlung folgte, haben wir einen ganz, ganz stark signifikant erhöhten negativen Affekt. Und das zeigt, Hypothese 1 ist also hier bewiesen. Was uns das für den klinischen Alltag zeigt, ist im Übrigen, selbstverletzende Jugendliche können sehr wohl ihren negativen Affekt vor der Selbstverletzung ganz gut einschätzen. Also wenn Sie sich mal wieder mit einem selbstverletzenden jungen Menschen darum streiten, dass er sein Affekt- oder Emotions- oder Spannungsprotokoll oder Tagebuch nicht führen kann, weil er gar nicht weiß, wie es ihm geht, dann können Sie ihm lieben Gruß von Professor Kess sagen. Der sagt also, in Forschungsstudien geht es offensichtlich ziemlich gut. Da können die Jugendlichen ihre Selbstverletzung anhand ihres Affektes relativ präzise vorhersagen. Jetzt kommen wir zu der zweiten Frage oder Erwartung einer Entlastung durch die Selbstverletzung. Also geht es den Jugendlichen jetzt nach der Selbstverletzung wirklich besser? Und hier ist es tatsächlich so, wir haben im Experiment, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben
Jugendlichen mit Selbstverletzung und gesunden Jugendlichen einem standardisierten Schmerzexperiment unterzogen. Die sind für mehrere Minuten einem standardisierten Schmerzreiz ausgesetzt worden und haben uns dann die Befindlichkeit während dieses Experimentes angeschaut und sie das raten lassen. Und da sieht man tatsächlich hypothesenkonform, der Effekt wurde tatsächlich besser in der Selbstverletzergruppe und er wurde erwartungsgemäß deutlich schlechter bei Schmerzen in der gesunden Kontrollgruppe. Natürlich haben wir einen ausgeprägten Baseline-Unterschied, weil die selbstverletzenden Jugendlichen grundsätzlich mit einer deutlich, das waren Patienten, mit einer deutlich schlechteren Befindlichkeit eingestiegen sind als die Gesunden. Aber man sieht hier ganz klar diese gegenläufigen Verläufe, die zeigen, ja, wir haben hier tatsächlich einen anderen Effekt bei den Selbstverletzungen durch den Schmerz als bei den Gesunden. Und jetzt schauen wir uns das in der EMA-Studie an. Hier ist wieder dieser mittlere Effekt in den Stunden, die nicht mit Selbstverletzung assoziiert waren. Hier sehen Sie diese Effekt, diese Verstärkung des negativen Affektes vor der Selbstverletzung. Und jetzt kommt aber tatsächlich das Erstaunliche. Jetzt haben wir nach der Selbstverletzung einen noch stärkeren negativen Affekt als zuvor. Da waren wir jetzt erstmal überrascht, oder? Weil wir gedacht haben, das haben wir uns so eigentlich nicht vorgestellt. Und die Erklärung, die wir im Augenblick dafür haben, ist, wir fragen die ja stündlich nach ihrem Affekt und wir fragen zu diesem Zeitpunkt, hast du dich in der letzten Stunde selber verletzt? Das heißt, was wir nicht wissen, ob die Selbstverletzung eine Minute vorher war oder ob die 60 Minuten vorher stattgefunden hat. Ja? Und wovon wir heute ausgehen und was wir zum Beispiel auch aus Neuroimaging-Studien wissen und anderen experimentellen Studien, Selbstverletzung reduziert die Anspannung und verbessert den Affekt, aber die Wirkung liegt im Minutenbereich. Oder? Sie liegt im Sekunden- bis Minutenbereich. Wir haben eigentlich mit dieser Studie gezeigt, dass spätestens 60 Minuten nach der Selbstverletzung die selbstverletzenden Patienten sich schlechter fühlen als vor der Selbstverletzung. Und ich glaube, das gibt Ihnen vielleicht auch noch mal einen Eindruck, wie kurzfristig der kurzfristige Benefit von Selbstverletzung eigentlich ist und wie sehr dieses Verhalten mittel- bis langfristig nicht hilfreich ist. Und damit kommen wir tatsächlich zum dritten Punkt, nämlich der reduzierten Impulskontrolle. Ja? Es ist nämlich das impulsive Verhalten, wozu wir alle Menschen neigen, das Verhalten, das gesteuert durch unser Belohnungssystem, dass wir teilweise Verhaltensweisen zeigen, die sehr, sehr kurzwirksam belohnend sind. Und obwohl sie mittel- bis langfristig schädlich sind, machen wir sie trotzdem. Und Menschen, die das besonders gerne machen, sind Jugendliche. Wir wissen, dass Impulsivität und reduzierte Impulskontrolle aufgrund der Neurobiologie der Adoleszenz ohnehin ein Thema ist. Und besonders, so sollte man dann die Hypothese auch verfassen, ist das wohl ein Thema der selbstverletzenden Jugendlichen. Und auch das haben wir uns angeschaut. Man kann sich zum Beispiel das Frontalhirn bei Jugendlichen ganz schön mit einer Methode anschauen, der sogenannten funktionellen Infrarotspektroskopie. Da kann man mit so einer Haube schön das Frontalhirn anschauen, was ja bei uns bei Menschen die Top-Down-Impulskontrolle ermöglicht. Das unterscheidet uns auch vom Tier. Also unser Frontalhirn versetzt uns in der Lage, entgegen unserer emotionsgenerierten Handlungsimpulse zu handeln. Und was wir hier tatsächlich gesehen haben, ist eine deutlich erniedrigte Aktivierung des Frontalhirns bei selbstverletzenden Jugendlichen. Und interessanterweise korreliert diese reduzierte Aktivierung des Frontalhirns auch noch sehr schön mit dem Grad an emotionaler Dysregulation innerhalb dieser Patientengruppe. Das heißt, je emotional dysregulierter, desto geringer die Aktivierung im Frontalhirn. Ganz kurz, um Ihnen das noch zu zeigen, wir machen inzwischen auch Untersuchungen, wo wir schauen, wie gut können wir eigentlich Selbstverletzung durch bestimmte Biomarker, zum Beispiel Schmerzsensitivität, aber auch Herzratenvariabilität oder verschiedene Blutmarker klassifizieren. Die Frage ist ja immer, finden wir Biomarker,
die mit einem bestimmten psychiatrischen Phänomen oder einer bestimmten Erkrankung einhergehen, dass man relativ klar sagen muss, Sie sehen das hier, wir sind besser als die Ratewahrscheinlichkeit, wenn wir Selbstverletzer charakterisieren wollen, aber wir sind weit entfernt von einer sehr guten Vorhersage. Aber was vielleicht ganz spannend ist, wenn man sich das anschaut, wir finden doch tatsächlich einige prädiktive Biomarker, die auch absolut Sinn machen in dem Kontext dessen, was wir heute über Selbstverletzung gelernt haben. Die reduzierte Schmerzsensitivität, die wir auch hier in dieser Studie finden, erhöhte Entzündungsparameter. Sie alle wissen, dass es eine Inflammationshypothese der Depression gibt und dass bei vielen psychischen Erkrankungen Entzündungsparameter im Blut erhöht sind. Und ganz interessant, wir finden tatsächlich auch reduzierte Oxytocinspiegel. Sie alle haben sicherlich auch schon gehört, dass Selbstverletzung relativ stark auch assoziiert sind mit Eltern-Kind-Problemen. Ich habe vorher gezeigt, mit Mobbing, mit frühkindlicher Traumatisierung. Das heißt, wir finden hier auch im Oxytocin-System relativ signifikante Unterschiede. So, jetzt kommen wir zur Therapie und zu den Outcomes von nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten. Was machen wir jetzt mit diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen? Zunächst mal ganz wichtig, idealerweise keine Pharmakotherapie, zumindest nicht für die Behandlung von Selbstverletzung und Suizidalität. Da gibt es keinerlei Evidenz für. Natürlich kann man komorbide Erkrankungen nach Leitlinien, wie zum Beispiel die affektiven Störungen, medikamentös behandeln. Es gibt aber auch hier eine relativ klare Evidenz, dass man damit wahrscheinlich mit etwas Glück die Depression besser macht, dass sich aber die Antidepressiva in den seltensten Fällen günstig auf die Selbstverletzung und tatsächlich auch selten günstig auf die Suizidalität auswirken. Was aber tatsächlich hochwirksam ist, ist Psychotherapie. Besonders gut evaluierte Verfahren im Jugendalter sind hier die dialektisch-behaviorale Therapie für Jugendliche und die mentalisierungsbasierte Therapie für Jugendliche. Sie sehen hier, da gibt es auch schon randomisiert kontrollierte Studien mit einer klaren Überlegenheit gegenüber Treatment as usual oder hier Enhanced Usual Care. Und das Ganze konnte auch kürzlich eine Meta-Analyse zeigen. Und das haben wir jetzt schon in verschiedenen auch Leitlinien beschrieben, dass tatsächlich die beste Wirksamkeit bei vor allem repetitiver und schwerer Selbstverletzung zurzeit für die dialektisch-behaviorale Therapie bei Jugendlichen oder sonst auch bei jungen Erwachsenen vorliegt. Das Problem allerdings ist, dass dialektisch-behaviorale Therapie nicht für alle Jugendlichen, die sich selbst verletzen, verfügbar ist. Und dass wir das wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht schaffen werden, so viele DBT-Zentren ambulant wie auch stationär aufzubauen. Und wir hatten das Problem schon vor über 10 Jahren in Heidelberg, weil wir da auch Forschung zugemacht haben, sind wir überrannt worden von selbstverletzenden Jugendlichen und konnten denen eigentlich kein Behandlungsangebot machen. Und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, was kürzer ist und trotzdem funktioniert. Und dann haben wir zusammen mit dem King's College eine Kurzzeitintervention entwickelt, das sogenannte Cutting-Down-Programm. Seine kognitiv-behaviorale Therapie im Mittel braucht die 10 Sitzungen. Sie funktioniert modular. Im Prinzip ist es ganz simpel. Es ist wie so eine Art Mini-DBT. Oder man macht Psychoedukation, Commitment-Klärung, dann Verhaltens- und Funktionsanalyse, Skills- und Bewältigungstraining und Reintegration in den Alltag. Und das Ganze haben wir dann getestet. Wir haben dann auch gesagt, wir müssen Geld sparen. Wir haben ja hier nur unsere Pauschale von der psychiatrischen Institutsambulanz und haben gesagt, wir machen das mit Psychologen in Ausbildung und wir treten an gegen eine Richtlinienpsychotherapie bei approbierten Psychotherapeuten mit 25 Sitzungen. Und diese randomisiert kontrollierte Studie haben wir gemacht. Und das war dann das Ergebnis nach etlichen Jahren. Sie sehen hier, dass zum Zeitpunkt des Endes der Kurzzeittherapie, nämlich nach 3 bis 4 Monaten, die Reduktion der Selbstverletzung in der Cutting-Down-Gruppe signifikant höher war als in der Richtlinienpsychotherapie-Gruppe.
Sie sehen aber auch, dass 6 Monate später die Richtlinienpsychotherapie aufgeholt hatte. Also es gab zum Follow-up keine Gruppenunterschiede mehr. Aber was sehr schön war, war in der Kurzzeittherapie, die 6 Monate na therapienaiv blieb, gab es keine nennenswerten Rückfallraten, sodass wir die Therapieeffekte hier aufrechterhalten können. Und wir haben dann also daraus geschlossen, ja, das scheint also tatsächlich zumindest für den Einstieg eine echt hilfreiche Alternative zu sein und haben 2 bis 4 Jahre später dann auch noch Follow-up-Untersuchungen gemacht. Das sind jetzt ein bisschen viele Grafiken, Selbstverletzung, Depression, Lebensqualität, Borderline-Symptome, Suizidversuche. Aber eigentlich sagen sie alle das Gleiche aus, nämlich, dass wir auch 2 bis 4 Jahre später keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zur Richtlinientherapie hatten. Wir hatten sogar einen Trend in Richtung weniger Suizidversuche in der Cutting-Down-Gruppe. Was man aber abschließend sagen muss, ist, beide Gruppen hatten noch substanziell Therapiesitzungen bei anderen Therapien innerhalb dieses 2 bis 4 Jahres-Zeitraums und die Anzahl der weiteren Therapiesitzungen korrelierte auch mit einem verbesserten Outcome. Das heißt, was wir eigentlich daraus schließen können, ist, es ist eine richtig gute Idee, mit so einer Kurzzeittherapie zu starten. Es braucht aber eventuell im Verlauf trotzdem irgendwann auch noch weitere Therapie. Uns war das immer noch nicht genug. Wir haben immer noch zu viele Selbstverletzer und immer noch zu wenig Therapiekapazitäten. Also haben wir beim Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Antrag gestellt und durften basierend auf dem Cutting-Down-Programm im Rahmen des STAR-Konsortiums eine Online-Therapie entwickeln. Diese Online-Therapie hat jetzt nur noch wenige buchbare Chat-Sessions bei Therapeuten, die jungen Erwachsenen und Jugendlichen über Chat begleiten. Ansonsten sind die Inhalte des Cutting-Down-Programms vollautomatisiert und wir haben diese Therapie gegenüber einer Online-Psychoedukation getestet. Die Studie ist noch am Laufen. Sie sehen hier so ein paar Bilder oder hier kann man die unterschiedlichen Module anklicken. Hier sind dann per Video oder per Bilder, diese verschiedenen Arbeitsblätter, das kann man auch ausfüllen und wird gespeichert. Wie gesagt, es gibt auch diese Chats. Und Sie sehen hier jetzt auch kurz ein paar Daten aus der Zwischenauswertung. 370 hatten wir zu diesem Zeitpunkt rekrutiert. Es waren weitestgehend relativ viele vom weiblichen Geschlecht. Das ist wenig überraschend. Auch die Altersverteilung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen entspricht dem, was man erwarten würde. Und wir haben noch keine Teststatistik gemacht, weil der Trial ja noch läuft. Aber Sie sehen hier relativ schön, in der Online-Psychoedukation-Gruppe hat sich leider an der Selbstverletzung überhaupt nichts geändert. Ja, im Gegenteil, die ist eher noch leicht angestiegen. Anders aber in der STAR-Online-Gruppe, also hier die Online-Version des Cutting-Down-Programms, führt hier zu einer doch deutlich sichtbaren Reduktion des selbstverletzenden Verhaltens, sodass wir optimistisch sind. Wir haben tatsächlich den Trial jetzt abgeschlossen, aber wir warten noch auf die Follow-ups und können deshalb noch keine finalen Ergebnisse präsentieren, sind aber relativ zuversichtlich, dass wir auch mit einer relativ kosteneffektiven und niederschwelligen Online-Therapie substanziell Selbstverletzung verringern können. Jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen überschwänglich gesagt, auch wie toll wir doch diese Selbstverletzung behandeln können und wie super das alles funktioniert. Und man sieht das auch hier in unserer At-Risk-Kohorte. Also das ist die Nachverfolgung aller unserer Patienten, die durch unsere Spezialambulanz gehen. Ach, sieht das nicht im Mittel toll aus, wie stark die Selbstverletzung hier abgenommen hat und immer weiter abnimmt über die Jahre. Und trotzdem möchte ich den Enthusiasmus jetzt ein bisschen dämpfen, weil in ein paar zusätzlichen Analysen haben wir uns das mal für die unterschiedlichen Individuen angeschaut. Viele von Ihnen werden inzwischen, wenn Sie sich mal mit Studien beschäftigt haben, schon verstanden haben, Mittelwerte sind wichtig, aber sie treffen noch keine Aussage für das einzelne Individuum. Und wir haben uns also in dieser Kohorte, die insgesamt einen ganz tollen Verlauf hat, mal angeschaut, wie ist das eigentlich mit den einzelnen Patienten?
Und wir haben Response, also Therapie-Response, im ersten Jahr definiert als eine mindestens 50-prozentige Reduktion des selbstverletzenden Verhaltens. Bei der Remission haben wir definiert, die haben am Ende dieses Jahres keine Selbstverletzung mehr gezeigt für mindestens einen Monat. Und No Response haben wir nochmal unterteilt in, die hatten keine maßgebliche Veränderung oder sogar eine Exazerbation, also eine signifikante Zunahme. Und jetzt sehen Sie, ergibt sich schon ein bisschen ein anderes Bild. Ja, immer noch ganz schön, 75% dieser Kohorte hat eine Response. Also da heißt, da bringt unsere Therapie was. Aber immerhin 25% zeigt eine Non-Response, beziehungsweise die Hälfte davon sogar eine Exazerbation des selbstverletzenden Verhaltens unter wirklich evidenzbasierter Psychotherapie. Und wenn man sich jetzt die 75% Response anschaut, dann sieht man, dass nur ein Drittel dieser Gruppe, nämlich nur 25%, auch wirklich eine Remission zeigt. Die anderen verletzen sich immer noch selber. Ja? Und es ist ja nicht so, dass wenn Eltern ihre Töchter bei uns in der Sprechstunde abliefern, die sagen, helft doch bitte, dass meine Tochter sich weniger selber verletzt. Sondern eigentlich ist deren Erwartung, bitte macht, dass meine Tochter damit aufhört. Und wenn man sich das Ganze mit der Remission nochmal anschaut, dann sieht man hier, dass tatsächlich auch noch ein substanzieller Teil von mehr als einem Drittel derjenigen, die wir noch nachverfolgen konnten, ein Jahr später wieder rückfällig wurde, das heißt wieder selbstverletzendes Verhalten gezeigt hat. Ja? Und so sehen Sie ein bisschen, dass Mittelwerte und individuelle Verläufe sich doch leider sehr unterscheiden und dass wir noch keine guten Lösungen haben für die Non-Responder, für die, die sogar unter Therapie schlechter werden. Und auch für diejenigen, die vielleicht besser werden, aber letztendlich sich immer noch weiter selbst verletzen. Und interessant ist natürlich auch, finden wir Vorhersageparameter für diese Trajectories, also für diese individuellen Verläufe. Und das ist auch ganz spannend. Es ist nämlich nicht die Schwere der Borderline-Störung, die einen schlechteren Verlauf vorhersagt, sondern die Schwere der Depression. Die sagen Non-Response und Non-Remission vorher. Und es ist, und zwar auch kontrolliert für alle möglichen konfundierenden Faktoren, eine stationäre Behandlung, die mit Non-Response und Non-Remission einhergeht, auch etwas dafür sprechend, dass wir wahrscheinlich hinsichtlich der Selbstverletzung mit stationären Behandlungen dem Patienten nicht unbedingt einen Gefallen tun. Das wissen wir klinisch eigentlich auch schon länger. Die andere Frage, mit der wir uns im Rahmen dieser Kohorte beschäftigt haben, ja, ist denn jetzt eigentlich eine Therapie-Response der Selbstverletzung auch ein Therapieerfolg? Es mag Ihnen vielleicht jetzt erstmal eine komische Frage dünken, aber das kam letztendlich einfach daher, dass wir bereits vorher schon in epidemiologischen Studien und auch klinisch immer wieder festgestellt haben, dass wir Patienten haben, die zwar mit der Selbstverletzung aufhören, die aber tatsächlich ansonsten einen ziemlich miesen Verlauf zeigen. Und das haben wir uns hier mal angeschaut. Und zwar haben wir hier uns mal die Frage angeschaut, gibt es sogenannte Symptomshifts von der Selbstverletzung hin in Richtung Substanzmissbrauch? Ja? Mit der Hypothese, ja, wir sehen das klinisch immer wieder, Patienten hören auf, sich selber zu verletzen, aber sie fangen dann an, Drogen zu nehmen. Und dann, das scheint uns vielleicht gar kein so günstiger Shift. Und da haben wir auch in dieser großen Kohorte eine Klassenanalyse von diesen zwei verschiedenen Verläufen, Selbstverletzung und Substanzmissbrauch, gemacht und haben drei unterschiedliche Klassen gefunden. Die erste Klasse, leider nur 12% der Patienten, die fanden wir ganz toll, oder? Das ist unsere super Erfolgsklasse. Hier gab es nämlich eine ganz starke Abnahme der Selbstverletzung und auch eine starke Abnahme des Substanzmissbrauchs. Hier kann man sagen, super, das hat richtig gut geklappt. Die Klasse 2, bei der sind wir tatsächlich der Meinung, da sind wir auch erfolgreich. Wir zeigen, sehen nämlich eine ungefähr ähnliche Abnahme der Selbstverletzung und nur einen ganz minimalen Anstieg des Substanzkonsums, der auch von einer viel geringeren Baseline ausgeht. Das liegt daran, dass diese Klasse hier jünger ist. Und dass wir einfach wissen, dass Substanzmissbrauch altersadäquat ab der Pubertät leicht in seiner Prävalenz und Häufigkeit ansteigt. Also hier kann man sagen,
hinsichtlich des Substanzmissbrauchs sicherlich kein Riesentherapieerfolg, aber auch noch im moderaten Bereich und altersgerecht 76% erfolgreich. Und jetzt haben wir hier diese Klasse 3 und das ist richtiger Mist, oder? Wir sehen auch eine Abnahme des selbstverletzenden Verhaltens, nicht ganz so stark wie in der Klasse 1, aber wir sehen gleichzeitig einen dramatischen Anstieg im Substanzmissbrauch innerhalb dieser Längsschnittstudie. Und wenig überraschend, wenn wir das jetzt in Zusammenhang setzen mit dem Outcome Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wir machen ja hier erst Cutting-Down-Programm und dann noch eine DBTA. Dann sehen wir tatsächlich, dass in den ersten beiden Gruppen die Borderline-Persönlichkeitsstörung und im Übrigen auch die affektive Symptomatik deutlich abnimmt, während wir in dieser dritten Klasse keine Reduktion, sogar einen Anstieg der Borderline-Störung und der Depressivität finden. Was ich damit also sagen will, ist, Vorsicht, Vorsicht, Reduktion der Selbstverletzung heißt nicht automatisch immer Gesundung. Und das Ganze, das zeige ich Ihnen hier auch nochmal, dieses Schaubild kennen Sie schon, was Selbstverletzung tatsächlich heißt. Wir haben das hier gesehen, und zwar immer eigentlich heißt eine Reduktion des Suizidrisikos. Aber wenn wir das Gleiche uns anschauen in dieser Stichprobe hinsichtlich des Verlaufs der Selbstverletzung als Prädiktor für die Remission der Borderline-Störung, der Depression oder einen Anstieg des psychosozialen Sanktionsniveaus, dann finden wir das eben nicht. Das heißt, wir müssen schon differenzieren. Eine Verbesserung der Selbstverletzung ist sicherlich einhergehend mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für einen Suizidversuch. Es ist aber nicht notwendigerweise immer prädiktiv für eine Reduktion der Krankheitslast und auch nicht unbedingt prädiktiv für einen Anstieg des Funktionsniveaus. Ich komme jetzt zum Fazit meines Vortrags. Ich hoffe, ich konnte Ihnen darstellen, dass Selbstverletzung bei jungen Menschen sehr häufig ist und dass es sich hier um ein transdiagnostisches Symptom psychischer Erkrankungen bei jungen Menschen handelt. Zusätzlich zum transdiagnostischen Symptom ist Selbstverletzung wirklich ein wichtiger Risikomarker für Suizidgefahr. Selbstverletzung kann nicht pharmakologisch, aber gut durch Psychotherapie reduziert werden. Besonders evidenzbasiert ist hier die dialektisch-behaviorale Therapie. Aber auch neu entwickelte Kurzzeittherapien sowie Online-Therapien sind wahrscheinlich wirksam. Und aufgrund der hohen und auch steigenden Inzidenz dieses Verhaltens dringend notwendig. Wir haben aber auch Schwierigkeiten. Non-Response und Relapse sind ungelöste Probleme in der Behandlung von Selbstverletzung. Wir wissen eigentlich nicht, was wir dann tun sollen. Wir reagieren als Psychiater häufig mit Polypharmakotherapie. Das macht die Sache meistens nicht besser. Und wir müssen auch vorsichtig sein mit Selbstverletzung als primärem Outcome-Kriterium, weil es zeigt uns wahrscheinlich eine Verringerung des Suizidrisikos an, aber nicht immer unbedingt eine wirksame Behandlung hinsichtlich der zugrunde liegenden Psychopathologie. Es ist mir immer ganz wichtig, am Ende noch zu sagen, Forschung macht man nicht alleine. Das ist meine Arbeitsgruppe in Bern. In Heidelberg habe ich auch noch alle und möchte mich an der Stelle immer ganz außerordentlich bei meinen vielen jungen und engagierten Forschenden bedanken, ohne die diese Daten alle nicht möglich wären. Und mit einem schönen Bild von Bern bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Käse. Ich glaube, man kann mich noch nicht sehen. Ich kann mich selber nicht zuschalten, aber ich hoffe, Sie können mich alle hören und wahrscheinlich sieht man mich gleich. Genau, ich versuche mal die Fragen. Jetzt klappt es, genau. Jetzt sehen Das wir mal ein uns. bisschen zu strukturieren. Und das war vorweggenommen, es gab viel positive Rückmeldung. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir alle kennen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, natürlich auch mit Erwachsenen. Es gab viel Lob zur Strukturiertheit und ich glaube auch diese Verknüpfung zwischen Wissenschaft und der Praxis, die hat man Ihnen angemerkt und die kam gut rüber. Und ich versuche Sie ein bisschen durchzulenken durch die Fragen. Ja, Wir gerne. starten vielleicht einmal nochmal bei dem Punkt Definition. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich nicht alle Fragen werde aufgreifen können, aber wir gruppieren mal die, die häufiger kamen. Es gab erstmal nochmal Fragen zur Definition von
nicht-suizidalen selbstverletzendem Verhalten. Sie hatten auch einmal von repetitivem, nicht-suizidalen selbstverletzendem Verhalten gesprochen. Und da war einmal die Frage nach Abgrenzung zu repetitiven Verhaltensstörungen, wie zum Beispiel Trichotillomanie oder aber Skinpicking. Was haben Sie mit definiert als Selbstverletzung, was nicht? Können Sie da noch mal näher drauf eingehen? Ja, das kann ich machen. Also grundsätzlich muss man sagen, das Repetitive, also grundsätzlich ist jede Verhaltensweise nicht suizidale Selbstverletzung, auch wenn sie einmalig auftritt. Die Forschungsdiagnose nach DSM-5 verlangt 5 Tage im letzten Jahr. Also da gibt es nochmal Unterschiede zwischen einmalig als sozusagen Verhalten und dann dieser Forschungsdiagnose. Jetzt, was gehört da rein und was gehört da nicht rein? Letztendlich gehört in die nicht-suizidale Selbstverletzung nicht ein stereotypes, also das, was wir stereotype Automutilation bezeichnen. Oder zum Beispiel im Rahmen von Intelligenzminderung kommt das vor, Autismus, aber eben auch bei diesen Impulskontrollstörungen, wo in der Regel ja wirklich zwanghaft stereotyp solche Selbstschädigungen ausgeführt werden. Das ist nicht das, was wir unter nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten bezeichnen, sondern bei nicht-suizidaler Selbstverletzung geht es wirklich um diese klassische, meist impulsiv ausgeführte, dann auch einmalige, sind oft mehrere Schnitte, aber letztendlich einmalig ausgeführte Handlung mit dem Zweck in der Regel, also die in der Regel die Funktion hat, den Affekt zu regulieren. Das ist wirklich das, was wir damit meinen. Ja, danke schön. Können Sie was zu dem Verhältnis Jungen zu Mädchen Gerne. sagen? Ja, das muss man tatsächlich auch ein bisschen unterscheiden. Also in der Allgemeinbevölkerung ist es etwa 2:1. Sind gar nicht so wenige Jungs, die das machen. Es gibt tatsächlich ein bisschen Unterschiede in den Methoden. Also das klassische Ritzen und Schneiden, das machen viel mehr Mädchen. Jungs, die schlagen sich ganz gerne, teilweise zum Beispiel auch Faust gegen die Wand, bis es blutet oder solche Dinge. Oder brennen sich auch gerne mal mit Zigaretten oder sowas. Also da gibt es ein bisschen unterschiedliche Methoden. Wenn wir uns klinische Populationen anschauen, dann ist das Geschlechterverhältnis nochmal ganz anders. Da haben wir meistens mindestens 90% weibliches Geschlecht. Das liegt an dem ausgeprägt schlechteren Hilfesuchverhalten der männlichen Jugendlichen. Also da divergieren populationsbasierte Prävalenzen und klinische Prävalenzen deutlich. Okay. Ich bin mir bewusst, dass wir sehr von männlich und weiblich gesprochen haben und wir natürlich im Kinder- und Jugendtherapeutischen Bereich auch mit Transgender-Thematiken beschäftigt sind. Können Sie dazu was sagen? Ja, im Augenblick kann ich vor allem sagen, stark erhöhte Prävalenz bei LGBTQ+ Jugendlichen. Also im Prinzip allem, was in dieses Spektrum fällt. Die Henne-Ei-Frage ist natürlich hier wahnsinnig unklar, oder? Da streiten sich ja im Augenblick bis hoch in die Leitlinien die Experten über, ja, ist die psychische Erkrankung mitbedingend für die LGBTQ-Plus-Geschichte oder andersrum und wie und was. Da würde ich jetzt, glaube ich, heute lieber nicht drauf eingehen, aber im Querschnitt kann man ganz klar sagen, deutliche Häufung in dieser Population. Und dann gab es auch noch zu den Anfangsfolien die Frage, weil Deutschland ganz vorne als Spitzenreiter leider stand oder auch weil vielleicht die Früherkennung hier da ist. Wie können Sie da noch was zu sagen? Genau, also abschließend ist es natürlich immer schwierig, in solchen epidemiologischen Studien zu sagen. Was wir schon gefunden haben in diesen großen transeuropäischen Studien, ist in den höher ökonomisch, also besser ökonomisch aufgestellten Ländern eine höhere Prävalenz der Selbstverletzung. Und das kann entweder ein echter Populationseffekt sein oder es ist ein Aufklärungseffekt, der auch sozusagen mehr Ehrlichkeit in diesen Studien zulässt. Oder das können wir natürlich abschließend nie wirklich sagen. Oder also antworten einfach, sage ich mal, deutsche und französischsprachige Jugendliche ehrlicher auf diese Fragen? Oder gibt es wirklich mehr davon? Das sind im Prinzip die zwei Varianten. Aber wir finden diesen Effekt relativ häufig.
bei transkulturellen Studien, dass die, sage ich mal, gut situierten westlichen Industrieländer da höhere Raten zeigen. Ja, auch die Frage von Eltern, ne? Löst man nicht eher was aus, wenn man nochmal nachfragt? Oder wieso ist es hier so viel? Gibt es einen Gruppeneffekt? Auch die Fragen gab es, aber ich glaube, das passt so hinreichend, wie Sie es erläutert Ja, ich haben. glaube, man kann das relativ klar sagen. Also die Daten, das ist sehr gut untersucht, ob Fragen nach Selbstverletzung und vor allem auch Suizidalität Risiken erhöhen. Da gibt es auch ganze Meta-Analysen dazu, dem ist klar nicht so. Also das ist heute eigentlich empirisch geklärt und da kann man Entwarnung geben. Ja, danke schön. Ich glaube, ich selber kenne es sowohl im UKE als auch hier in der Marzipanfabrik, und das teilen viele, die ja auch zugeschaut haben, sie auch die Kombination aus Mobbing-Erfahrung, die Schüler und Schülerinnen ja auch oft berichten. Jetzt gab es ganz konkret Fragen zu der, Sie hatten das auf einer Folie erwähnt, dass Sie das Mobbing-Manual oder ein Programm implementiert haben. Und ich Ja. glaube, das interessiert auch viele. Inwieweit war das machbar mit der Schule? Gab es da ein Förderprogramm? War das im Rahmen des Forschungsprojektes? Also ganz ehrlich, es war eine der schwierigsten Studien, die ich jemals gemacht habe. Wir haben wahrscheinlich fast 1000 Schulen angefragt, um am Ende 26 zu bekommen, die gewillt waren, an diesem sehr aufwendigen Programm teilzunehmen. Das Problem war, dass wir zwar Ressourcen hatten, das Programm zu trainieren, aber es gab für die Schulen keine extra Lehrkräfte. Das heißt, die mussten das sozusagen aus ihrem eigenen Personal stemmen. Das war hocheffektiv. Das Ganze nennt sich Olveus-Mobbing-Präventionsprogramm. Das ist schon sehr gut, auch in anderen Ländern evaluiert. Das ist hochwirksam, aber es ist ein großer Aufwand für die Schule. Und wir haben das im Rahmen eines von der Baden-Württemberg-Stiftung geförderten Projektes umgesetzt und die Wirksamkeit auch gut nachweisen können. Aber eine Dissemination sehe ich im Augenblick eigentlich fast nicht, weil es in der aktuellen Situation schwierig ist, Schulen dazu zu kriegen, einen solchen Aufwand zu betreiben. Also für motivierte Schulen ist das eine Sache, die ich sehr empfehlen kann, aber ja. Nicht Okay. einfach. Ja, aber wichtige Ergebnisse, ne? Vor allem die Effizienz, die man daran gesehen hat. Genau, also man kann damit Mobbing reduzieren und man kann offensichtlich auch Suizidversuche verhindern. Und dann vielleicht die letzte Frage zu diesem ersten Part. Es viel Interesse war auch bei Ihrer Folie Klasse 1 und Klasse 2, als Sie das einmal so aufgefächert haben, für was ist was ein Marker und wie es dann nachher ja die Langzeituntersuchung und Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es kam dann die Frage auf, gibt es da Untersuchungen zu Schizophrenie oder inwieweit Also grundsätzlich wissen muss Sie man denn? sagen, Selbstverletzung ist sicherlich kein spezifischer Marker für die Entwicklung einer Psychose, aber weil es so ein transdiagnostischer Belastungsmarker ist, gibt es natürlich auch Jugendliche, wenn sie in einer Psychose oder in einem Psychoseprodrom sind, ist auch hier Selbstverletzung ein häufiges Zeichen. Das ist eben einfach schwierig mit der Spezifität. Sie wissen ja, das ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ohnehin schwierig oder Diagnosen sind nicht so distinkt. Sie können auch im Verlauf wechseln. Und deshalb bin ich da immer ganz vorsichtig. Ich glaube, was relativ klar ist, ist, dass bei der Borderline-Störung häufig ganz viele multiple selbstschädigende und riskante Verhaltensweisen zusammenkommen. Und ich wollte eigentlich nur sagen, wenn die Selbstverletzung isoliert auftritt, dann ist es wahrscheinlich eher ein transdiagnostischer Marker für eine psychische Belastung. Sehr häufig spricht es dann für eine Depression. Das ist wirklich mit Abstand die häufigste Erkrankung, die wir dann finden. Aber es können eben auch Psychosen, bipolare Störungen, jede Art von anderer Störung kann da auch involviert sein. Dankeschön. Es gab, ja, oder Sie hat nochmal hingewiesen, dass diese Anspannung reduziert wird direkt nach der Selbstverletzung bei den Jugendlichen. Und das fand ich ja nochmal sehr interessant, dass Sie diese Zahl eingegeben haben, dass es im Prinzip wenige Minuten sind, die da nur wirkt. Auch da gab es Kommentare zu von, ja, es wirkt, aber dann kommt doch Scham. So hatte Genau. ich es auch verstanden, ne? Dass eben diese So ist es Reduktion auch, kurz oder? ist.
Ich war tatsächlich selber, also manchmal ist man ja von seiner Forschung nicht so überrascht und denkt sich einfach, ah ja, so haben wir es uns gedacht. Und manchmal ist man überrascht. Hier war ich überrascht, weil ich doch gedacht hätte, dass es ein wenig länger anhält, muss ich sagen. Also wir wissen ja, dass die sich mittel- bis langfristig dann eher schämen und nicht so gut fühlen. Ich glaube, was diese Studie einfach gezeigt hat, ist, wie kurz tatsächlich dieser Effekt der Selbstverletzung ist, oder? Also, dass schon spätestens eine Stunde später ist einfach die Affektlage schlechter als davor. Und ich finde, das ist schon auch eine gute Grundlage, um das mit Patienten mal zu diskutieren. Ja. Ja, zu den therapeutischen ja, Dingen, die Sie noch mal erwähnt hatten. Einmal gab es, Sie hatten das Cutting Down Manual erwähnt. Da gibt es Interesse dran, kommt man daran, kann man das Ja, runterladen? nee, kann man nicht runterladen, aber man darf mir eine E-Mail schreiben und meine Assistentin, die versendet das dann. Okay, dann Also kriegen die Sie jetzt, glaube genießt. ich, ein paar E-Mails Ja, insgesamt. das ist okay. Dankeschön. Das geben wir gerne raus. Was halten Sie von Schematherapie oder ja, Ist anderen? grundsätzlich eine gute Sache. Gibt einfach zum Thema Selbstverletzung nicht dramatisch viel Evidenz, aber ist aus meiner Sicht etwas, was sich jetzt tatsächlich bei der Borderline-Störung im Erwachsenenalter schon zunehmend bewährt hat. Das gibt uns ja schon mal eine Idee, dass es wahrscheinlich für Selbstverletzung und Suizidalität nicht komplett verkehrt ist. Und deshalb wäre es jetzt unter den Therapieformen, die ich machen würde, sicherlich, also da würde ich sagen, das kann man sicher machen. Gut. Jetzt war noch die Frage, ein weiterer Block eigentlich zu Medikamenten. Ich habe eine große, ja, Zurückhaltung da auch wahrgenommen und vor allem die, ja, Studienevidenz zeigte, dass die Therapiemanuale die sind, die wirksam sind. Und trotzdem gibt es ja schon klinische Erfahrungen, dass man merkt, okay, die Anspannung reduziert sich. Inwieweit ist das hilfreich? Was halten Sie von atypischen Neuroleptika? Wie gehen Sie mit dem Thema Medikation, Selbstverletzung, Borderline-Persönlichkeitsstörung um? Ja, also wir sind tatsächlich empirisch begründet, aber auch klinisch begründet, aus meiner Sicht wirklich sehr restriktiv, oder? Es gab jetzt gerade letztes Jahr auch wieder einen neuen Cochrane Review zur Borderline-Störung bei Erwachsenen. Nochmal klar mit, es gibt keine Evidenz, dass Psychopharmaka auch nicht die atypischen Antipsychotika helfen. Und natürlich kann man Patienten auf eine gewisse Art und Weise sedieren. Und mir ist auch klar, dass vor allem in stationären Notfallsettings häufig zum Beispiel auch niedrigpotente Neuroleptika zur akuten Spannungsreduktion eingesetzt werden. Und im Notfallkontext auf der geschlossenen Station machen wir das teilweise auch, oder? Nur, wenn man jetzt wirklich, also ich finde, es gibt einen Unterschied, ob man bei eigentlich noch nicht stattgehabter Behandlung im Notfallkontext sowas einsetzt oder ob man sowas in einer Regelbehandlung einsetzt, weil man muss sich immer auch überlegen, was sind auch die potenziellen Nebenwirkungen einer Medikation. Und damit meine ich jetzt gar nicht die, die auf dem Beipackzettel stehen. Die sind sowieso mal da, aber wir müssen uns immer auch vergegenwärtigen, dass die meisten jungen Menschen mit Selbstverletzung immer nach der magischen Pille streben, die ihnen einfach die Verantwortung abnimmt, für dieses Verhalten und für ihre Verhaltenskontrolle. Und dass wir deshalb tatsächlich auch psychotherapeutisch aus meiner Sicht häufig einen Fehler machen, wenn wir diese magische Pille anbieten. Ja, sondern wir sollten viel mehr ganz strikt psychoedukativ und auch im Sinne einer Commitmentbildung den Diskurs mit den jungen Menschen führen, dass sie zu jedem Zeitpunkt die Entscheidung treffen können, ob sie sich selbst verletzen oder nicht, und dass sie auch Verhaltenskontrolle ausüben und zumindest erlernen können. Und in dieses Commitment müssen wir sie kriegen, oder das ist zentraler Bestandteil der DBT, das ist im Übrigen auch zentraler Bestandteil des Cutting-Down-Programms. Und ich sage nicht, dass man auf gar keinen Fall Medikamente geben darf, aber man sollte sich immer dessen bewusst sein, man gibt sie außerhalb jeglicher Evidenz und
Man muss auch die Risiken in Betracht ziehen, dass man eventuell dem Patienten eine Verantwortung abnimmt, die man ihnen nicht abnehmen sollte. Das entspricht ja auch der DBT, ne? Dass wir die einfach mehr in die Selbstverantwortung nehmen Absolut. und dann vielleicht sehr individuell und gezielt schauen, wo kann man jetzt aber aktuell entlasten bei vielleicht auch noch anderen Genau. Komorbiditäten, so nehme ich auch die Rückmeldung Ja, und bei allem, zumeist. was ich jetzt sage, bin ich auch nicht dogmatisch, oder? Also man muss natürlich auch sagen, individualisierte Medizin, ich hatte ja zwischendrin auch dargestellt, Mittelwerte sind nicht gleich individuelle Verläufe, oder? Das heißt, in unserem Fach müssen wir manchmal auch individuell, experimentell ausprobieren. Aber auch hier müssen wir uns, glaube ich, immer überlegen, ist das jetzt eine hilflose Übersprungshandlung des Psychiaters, dass ich das fünfte Medikament ausprobiere, obwohl der Patient einfach keine Verantwortung übernimmt und gar nicht aufhören will, sich selbst zu verletzen? Oder ist das wirklich ein durchdachter pharmakologischer Versuch mit einer klaren, definierten Zielsymptomatik und auch einer anständigen Reevaluation? Da erlebe ich halt beides. Ich denke, das Zweitere ist in Ordnung. Das Erstere sehe ich häufig und ist aus meiner Sicht klar nicht in Ordnung. Ja, und inwieweit suggeriert man mit, ne, dass es die richtige Tablette gibt und irgendwann sitzt man da und steht so, ja, stellt Genau, sich und die Frage, wenn vielleicht die gibt es die Tablette auch. nicht, wenn die Tablette nicht hilft, dann halt noch eine zweite und dann halt noch eine dritte und spätestens dann denke ich halt, okay, dann ist man nämlich genau als Psychiater in dieser Dynamik mit drin, in die man nicht einsteigen sollte, ganz sicher nicht. Gut. Dann gab es noch Fragen zu der stationären Therapie. Und zwar kam da die Rückmeldung, sind Sie da eher zurückhaltend generell, was stationäre Therapie angeht? Ist ein DBT oder DBTA-Setting stationär? Würde man das nochmal anders gewichten? Es gab eine Folie, ne? Oder ein Thema Also, dazu auch. Würden Sie sie nur ambulant behandeln? Auch da wahrscheinlich keine dogmatische Antwort, aber einmal grundsätzlich, weitergegeben. ich glaube, eine DBT-Station ist besser als eine allgemeinpsychiatrische Station, ganz klar. Einfach vor allem wegen dieser klaren Haltung zu Selbstverletzung, zu Verantwortungsübernahme und auch tatsächlich der zeitlichen Limitierung und dem klaren Fokus. Oder? Das muss aus meiner Sicht noch nicht mal DBT sein. Es könnte auch ein anderes stationäres Programm sein, was sich aber klar an gewisse Grundregeln hält. Ich würde trotzdem so weit gehen und sagen, wenn immer es ambulant möglich ist, ist es besser im Hinblick auf die Selbstverletzung als stationär. Wir haben einfach, und das können wir gar nicht verhindern, bei der stationären Therapie Risiken. Das eine sind die sozialen Ansteckungsphänomene. Die sind bei Selbstverletzung einfach da. Die sind auch empirisch erwiesen, oder? Das heißt, wir setzen unsere vor allem jungen Patienten immer dem Risiko aus, positive Dinge zu lernen, aber auch negative dazu. Und wir haben gleichzeitig natürlich im stationären Kontext immer etwas mehr Schwierigkeiten mit diesem Thema Verantwortung. Wer trägt sie, oder? Und das sind einfach Grundvoraussetzungen einer stationären Therapie, die aus meiner Sicht spezifisch beim Phänomen Selbstverletzung nicht förderlich sind. Jetzt aber wieder zum Thema nicht dogmatisch. Jetzt ist ja die Selbstverletzung nicht immer der einzige Grund und das einzige Symptom, was über stationär versus nicht stationär entscheidet. Oder wir haben Kinderschutzthemen, wir haben psychosoziale Funktionsniveau-Themen, wir haben Psychopathologie-Themen. Das heißt, wir haben hier in Bern auch eine DBT-Station und wir haben auch manchmal auf anderen Stationen Patienten, die sich selbst verletzen, wo das halt nicht ihr primärer Fokus ist. Alles in Ordnung. Aber wenn man jetzt speziell sagt, was ist das Beste zur Reduktion selbstverletzenden Verhaltens, dann würde ich wahrscheinlich sogar wirklich von einer stationären Behandlung grundsätzlich abraten. Ich fand irgendwie nochmal sehr aufschlussreich auch, dass Sie es nochmal so fein aufgefällt haben, auch mit dem Outcome, die Reduktion, nicht selbstverletzendes Verhalten und der Symptomschiff. Das heißt auch nicht immer, das ist das Ziel, weil so erlebe ich ja auch die Eltern oder die Familien in ihrer Not, ne, dass der Wunsch ist, wieso verletzt sie sich noch, die ist doch schon 2, 3 Wochen bei ihnen. Und dass man da so ein bisschen, ne, ja, das Tempo rausnehmen kann und nochmal es auffächern kann. Wir gucken Absolut. darauf, Also welche Schritte je länger ich das mache und man macht ja auch in seiner Karriere
basierend auf eigenen Ergebnissen, klinischer Erfahrung, der Forschungswelt, auch immer so manchmal selber so einen Wandel durch. Oder vor 10 Jahren hätte ich Ihnen noch gesagt, so wie die DBT das früher auch programmiert hat oder voller Fokus auf die Selbstverletzung oder Reduktion, auch die DBT hat hier inzwischen einen Shift gemacht, oder? Man ist sich eigentlich inzwischen einig, Selbstverletzung und Suizidalität es muss ein gutes Safety-Management geben, oder? Also wir brauchen eine adäquate Wundversorgung und wir brauchen ein gutes Non-Suizid-Commitment. Aber ansonsten ist jetzt gar nicht so relevant, wie schnell oder wenig schnell die Patienten aufhören, sich selbst zu verletzen. Da sind tatsächlich andere Themen manchmal therapeutisch viel relevanter. Und die DBT hat sich hier auch gewandelt und sagt, dass man wirklich inzwischen prioritär andere Themen angeht. Nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten würde man sogar relativ lange tolerieren, wenn es gut gemanagt ist. Okay, vielen Dank. Jetzt kommen hier noch weitere Fragen zu Ihrer E-Mail-Adresse zum Cutting Down. Ich gebe die doch noch mal weiter. Das haben nicht alle Das mitbekommen. dürfen Sie machen. Ja, gut. An Sie und ans Sekretariat und dann wird es weitergesendet nochmal für alle, die es vorhin überhört hatten. Ja, vielen Dank. Ich fand es einen sehr gelungenen Vortrag, war sehr lehrreich und vielen Dank für die aktuellen Studienlage, die Sie uns da noch mal präsentiert haben. Und Merci wird für das die sonst Einladung. Danke. gern damit beschließen und allen einen schönen Abend wünschen. Einen schönen Abend. Schöne Wiedersehen. Grüße nach Bern. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.